Was gibt es Schöneres, als eine große Herde Mutterstuten mit ihren agilen Fohlen über die Weide galoppieren zu sehen? Dieser Anblick lässt jedes Züchterherz höher schlagen. Bis es aber soweit ist, bis ein Fohlen gesund geboren ist, bis es die erste so wichtige Biestmilch getrunken hat, bis es sich stolz auf der Fohlenschau präsentieren kann, gilt es für den Züchter viel zu bedenken. Von der Geburt über die Fütterung, die gesunde Haltung bis hin zur Fohlenbeurteilung zeigt dieser Film viel Wissenswertes, damit dem Züchterglück nichts im Wege steht. Zwischen 40% und 50% des gesamten Fohlengewichtes, des gesamten Fohlenkörpers, bilden sich in den letzten 8 Trächtigkeitswochen. Und das ist überwiegend Knochenwachstum in dieser Zeit. Das heißt also, das Skelett des Fohlens wird in den letzten Trächtigkeitswochen sehr stark mineralisiert. Diese Checkliste zeigt alle Maßnahmen, die vor der Geburt zu bedenken sind. Es ist wichtig, dass die Stute viel Bewegung hat, gut gepflegt ist und richtig gefüttert wird. Wenn alles problemlos gelaufen ist, genügt es, den Tierarzt am nächsten Morgen zu bestellen. Ganz wichtig, auch bei jungen Fohlen, was wir sehen wollen, ist eine schön schräg gelagerte große Schulter. Gut zu sehen bei einem Fohlen ist schon die Verbindung in der Oberlinie auch. Viel bringt viel ist eine zweifelhafte Weisheit, die gerade bei der Pferdefütterung keine Bestätigung findet. Es ist ganz eindeutig vor einem zu starken Treiben, also zu einem zu starken Zufüttern der Fohlen. No food, no horse, sagt der Engländer. Und die Grundlagen leistungsfähiger Pferdebeine werden im Fohlenalter gelegt. Was der Schmied natürlich auch beobachten muss, sind diese Ringe, die sich im Huf bilden. Das sind kleine Stoffwechselstörungen. Und bei dem Fohlen sind die natürlich im Rahmen, aber es gibt stärkere Rillen, die man natürlich beachten muss. Peter Kreinberg möchte das Neugeborene mit vielfältigen Berührungsreizen vertraut machen und seine willige Akzeptanz dafür fördern. Diese ersten Erfahrungen mit dem Menschen werden das Verhalten des Fohlens grundlegend prägen. Nun kann mit dem eigentlichen Führtraining begonnen werden. Dazu wird ein Rumpfseil verwendet. Zur ersten Kontaktgewöhnung legt Peter Kreinberg dem Fohlen ein Seil um die Kruppe und leitet es auf einen Kreis. Danach legt er das Seil über Kreuz, steigert mit behutsamem Zug den Kontaktdruck und wartet die Reaktion ab. Ja, so ist fein. Der Pferdeführer hört auf den Peitschenführer. Wenn der sagt schneller, einfach weil er merkt, dass das Fohlen noch mehr Potenzial hat, legen wir zu. Nun steht der gesunden Entwicklung des Fohlens nichts mehr im Wege.